Deutsche Memes! Lustige Memes aus Deutschland! Lustig! Deutschland ist ein lustiges Land. Deutschland hat eine lustige Sprache, nämlich Deutsch. Und deutsche Memes sind die lustigsten. Ich habe auf meinem wunderbaren eigenen Subreddit, meine Freunde, auf das ihr auf jeden Fall unbedingt mal reinkommen solltet, denn es ist extrem lustig und es gibt sehr viel und sehr viel und manchmal ist es sogar ein bisschen Also, ihr müsst auf jeden Fall da reinkommen, meine Freunde. Dieses wunderbare Meme gesehen. The only true German Meme. Punkt. Es ist ein Komma, ich weiß es nicht. Aber meine Freunde, deutsche Memes, ja, das Jero-Meme war, glaube ich, das Beste, was die deutsche Meme-Kultur in 10 Jahren Mimerei im Internet zustande gebracht hat bis dato. Da natürlich nochmal die Version mit mir, mit meinem alten Gesicht drauf. Ich weiß immer noch nicht, wo ihr diese Bilder gefunden habt und ich würde euch bitten, damit aufzuhören, weil meine Vergangenheit ist nicht ganz so von prachtvollem Aussehen geplagt, wie es momentan der Fall ist. Jedenfalls schauen wir heute uns mal ein paar deutsche Memes an, meine Freunde. Ich finde deutsche Memes nicht nur extrem cringy, extrem unlustig. Nein, sie sind vor allen Dingen eins, extrem outdated. Denn generell hat die deutsche Meme-Kultur im Regelfall folgende Attitüde. Wir nehmen einfach ein Meme, was vor 3-4 Jahren irgendwann mal bekannt gewesen ist und nutzen es dann nach 3-4 Jahren, nachdem es komplett outdated ist, in sämtlichen Sprachen komplett durchgenagelt worden ist und machen darüber unsere eigenen Witze. Es funktioniert gelinde gesagt nie und es ist einfach immer extrem unangenehm. Und deshalb würde ich sagen, schauen wir uns einfach mal die schlechtesten deutschen Memes an, die ich mit Thomas gemeinsam finden konnte, beziehungsweise die Thomas finden konnte und auf diese werde ich jetzt gemeinsam mit euch reagieren und Fangen wir mit dem ersten Bild, meine Freunde. Das hier ist ein Bild, was ich natürlich selber rausgesucht habe aus meinem Subreddit, meine Freunde. Da sieht man nochmal ganz klar, wo der Content sich meines Kanals hinrichtet. 9 Minuten 5, will niemand sehen. 10 Minuten 6, das will jeder haben, meine Freunde. Und auch in diesem Video wieder. Herzlich willkommen zur 10 Minuten Dauerwerbesendung. Gut, beginnen wir mit dem ersten Meme, meine Freunde. Das ist das hier. Englisch, Lektion Nummer 1. Onion Rings gleich Zwiebel ruft an. Ja, das ist dann genau sowas, was ich unter einem deutschen Meme verstehe, meine Freunde. Onion Rings Zwiebel ruft an, weil es ist ja klar, wenn man das direkt 1:1 übersetzt, dann heißt ja Zwiebel Rings. Rings ist ja anrufen. Es ist so witzig. Ich meine, es ist von echtlustig.com. Und ich meine, wenn es nicht auf echtlustig.com echt lustig ist, wartet mal. Echtlustig.com und schauen einfach mal, wie lustig diese Seite so ist. Ja, lustige, witzige Bilder. Kostenlose, witzige. Ja, beschreibt auf jeden Fall ganz gut den Humorstandard in Deutschland. Onion Rings. Lustig. Nächstes Meme. Bitteschön. Ich bin froh, dass ich mein Essen nicht selbst jagen muss. Ich wüsste nicht, wo Pizzen leben. Entschuldigung, ich musste so hart lachen, dass ich fast gekotzt habe. Ja, lustig. Deutsche Memes brauchen keine Bilder. Nein, sie brauchen einfach nur einen Text. Und der ist so witzig, dass man den quasi fast schon auf Twitter rippen könnte und posten. Verdammt, das habe ich selber oft genug. Machen wir weiter. Schatz, wer ist Alarm und ruft dich jeden Morgen um 6.15 Uhr an? Betrügst du mich? Warum habe ich einen Kevin geheiratet? Ein Kevin-Meme. Mann. Das ist doch... Ich meine... Der Ersteller dieses Bildes, ja? Denkt er sich wirklich, okay, damit hole ich sie mir alle. Damit hole ich sie mir alle. Jeder einzelne Mensch in Deutschland wird steigen auf dieses Ding. Wieso habe ich einen Kevin geheiratet? Ja, Kevin-Witze. Willkommen zurück im Jahr 2012. Extrem witzig. Weiter geht's. Ich habe heute mal wieder Sport gemacht. Rittersport. 2 Tafeln. Ja, auch extrem witzig. Fast so witzig wie die Videos, die ich momentan hier rausschalte auf YouTube. Rittersport gemacht. Erstmal macht das überhaupt keinen Sinn. Ich habe heute mal wieder Sport gemacht. Rittersport, 2 Tafeln. Ich habe Rittersport gemacht. Ist jetzt der Witz, dass dieser Mensch im Rittersportwerk arbeitet und 2 Tafeln produziert hat? Oder wie soll ich das sehen? Weil rein grammatikalisch und vom Sinnbild des Ganzen ergibt es keinen Sinn. Das ist ein Schattwitz. Das funktioniert nicht mal. Wenn dein Handy 98% Akku hast und du es trotzdem lädst. Ja, darunter auch die Seite Deutsche. Punkt-Punkt-Memes. Das ist für mich einfach, weiß ich nicht, also das ist für mich wie Mario Barth. Man guckt sich das an und denkt sich, ich weiß ja nicht, irgendwie, ja, keine Ahnung, als ich 14 war, als ich 12 war, da war das witzig, aber jetzt ist es einfach nur unangenehm. Und genauso fühle ich mich gerade, extrem unangenehm und peinlich berührt davon, dass so etwas tatsächlich von Leuten im Internet zelebriert und gefeiert wird. Ich meine, klar ist da auch irgendwo immer ein bisschen die Altersgrenze unterschiedlich, sage ich ganz klar. Und natürlich gibt es auch vielleicht einen 12-Jährigen, der gerade
gerade darüber nach. Das hätte ich wahrscheinlich mit 12 auch gemacht. Ich glaube, wenn man älter als 16 oder 17 ist und so etwas sieht, dann will man eigentlich nicht mehr darüber lachen und kann auch, glaube ich, nicht mehr darüber lachen, weil ich weiß, also ich finde es einfach scheiße. Wenn du neben dem komischen Kind mit Läusen sitzen musst. Ja, ein Tanzverbot. Genau, toller Ad auf jeden Fall. Was ist Meme? Spricht auf jeden Fall für sich, dass diese Seite sich das selber komplett fragt. Was ist überhaupt ein Meme und was ist lustig? Selbst wenn es jetzt hier ein Bild von Tanzverbot ist, muss ich darüber nicht lachen. Wenn du neben dem komischen Kind mit Läusen sitzen musst. Ja, weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung. Also bis dato, das hat ja nicht mal irgendeinen Bezug zur Realität, weil die Kinder mit Läusen, die sind bei uns einfach nicht zur Schule gekommen. Fertig. Ich will es ja nicht schlecht reden. Das Bild mag ja passend sein, aber ich weiß nicht. Irgendwie, weiß nicht. Vielleicht auch, weil es Tanzverbot ist. Keine Ahnung, lustig ist es nicht. Ja, da haben wir eine extrem lustige Zeichnung. Ein kleiner Pun an der Stelle, der hier versteckt. Ja, ich erkläre ihn ganz kurz. Ein Maiskolben steht in einem Haus und baut auf einem Tisch mit Karten ein kleines Kartenhaus und fragt den anderen Maiskolben, hey, ist es heiß draußen? Und der andere Maiskolben kommt von draußen hinein und ist, Achtung, jetzt kommt's, kein Maiskolben mehr. Nein, er ist zu Popcorn geworden. Denn man sieht auch hier im oberen Rand der Tür, dass die Sonne scheint. Das heißt, es ist so heiß draußen, dass der Maiskolben einfach so Popcorn geworden ist. Ja gut, die Idee ist ganz witzig. Kann man auf jeden Fall machen. Muss ich tatsächlich ein bisschen schmunzeln. Finde ich gar nicht so schlecht. Gib dem Mann einen Keks. Ja, oh Gott, Alter. Das ist das Unangenehmste, was es gibt. Wenn einfach Memes vom englischen Give That Man a Cookie ins Deutsche transferiert werden. Mit so einem Meme-Generator aus dem Internet. Mit der gleichen Font und allem drum und dran. Ich weiß ja nicht. Also keiner. Ich finde halt, gewisse Dinge funktionieren halt leider nur im Englischen. Genauso wie gewisse Dinge nur im Deutschen funktionieren. Vielleicht sollte man einfach dann es nicht wagen, das komplett zu transferieren. Es sei denn, man macht es beabsichtigt. Wie zum Beispiel in diesem deutschen Subreddit, wo Memes bewusst ins Überdeutsche almanisiert werden, so nenne ich das Ganze jetzt mal, und dadurch irgendwie wieder einen gewissen Grad von Comedy erreichen. Aber das kann auch vielleicht nur einfach meine verschrobene Wahrnehmung von Komik und Comedy sein und vielleicht lachen gerade alle anderen. Vielleicht bin ich der einzige Mensch in ganz Deutschland, der sowas nicht lustig findet. Vielleicht liegt es auch einfach an mir. Hier mal wieder ein Textmeme von The Beste, meine Freunde. Tollste Seite im ganzen Internet. Ihre Bestellung bitte. Ein Big Mac Menü ohne Suppe bitte. Wir haben keine Suppe. Ich habe auch keine bestellt. Das sind halt die Momente, wo man sich dann einfach fragt, wieso steht dann einfach ein Mario Barth auf der Bühne vor 80.000 Leuten und nicht andere bekannte Comedians? Ja, weil wir Deutschen halt über sowas lachen und das ist ja auch okay. Aber ich finde es halt nicht witzig und das wollte ich mit diesem Video einfach mal zum Guten tun. Toller Witz, wir haben ja auch keine Suppe, ich habe ja auch keine bestellt. Jeder McDonald's-Mitarbeiter wird sich auf jeden Fall den Ast ablachen, wenn ihr das sagt. Wenn man schwammig fragt, warum ich auf einem Lineal eine 4-Zentimeter-Markierung ist. Ja, okay. Ist jetzt gar nicht so unwitzig. Die Metaebene kann man auf jeden Fall feiern. Da sieht man einen kleinen Jungen, der sich ein bisschen beschämt ausdrücken möchte mit seinem Gesichtsausdruck und seinem Schwarm. Mein Schwarm, Alter. Dieses Wort kenne ich nicht. Also ich kenne das Wort, aber man nutzt es ja nicht. Wenn meine Flamme, wenn meine Perle... Schwarm. Sagt man das überhaupt noch? Keine Ahnung. Ja, ich glaube, diesen Witz muss ich nicht erklären. Falls doch, dann fragt gerne in den Kommentaren nach und ich werde jedem natürlich einzeln auf dieses Kommentar antworten. Nein, deutsche Memes sind definitiv nicht lustig. Danke, Dr. House, dass du das nochmal so zum Guten gibst. Kann ich auf jeden Fall unterstützen, diese Meinung. Memegenerator.net, das sagt auch schon wieder alles. Das ist auch wieder so ein Font aus dem Jahr 2013. Aber wie gesagt, ich meine, Memes haben sich halt auch weiterentwickelt und Memes sind auch teilweise wirklich so seltsam geworden, dass ich sie einfach selber nicht mehr verstehe. Ich kann auch dazu gerne nochmal eine gesonderte Episode machen, wenn ihr möchtet. Denn es gibt teilweise Memes, die so seltsam Meta sind, dass einfach alles, was in diesem Meme oder in diesem Bild zu sehen ist, überhaupt keinen Sinn mehr macht und es deshalb komisch ist. Ich weiß nicht, wie gesagt, vielleicht ist auch einfach meine eigene verschrobene Komikwahrnehmung so dermaßen kaputt gemacht worden durch das Internet, dass ich einfach nichts mehr witzig finde, außer so einen ganz abgefuckten Scheiß. Laut einer neuen Studie hören immer mehr Jugendliche mit dem Rauchen und Trinken auf. Rauchen und Trinken ist in der Schwangerschaft ja auch ungesund. Okay, Matthias, ja, feierbarer Kommentar, finde ich auf jeden Fall ganz witzig. Er möchte damit zum Ausdruck bringen, dass die meisten Jugendlichen natürlich schwanger werden heutzutage und deshalb hören die meisten Jugendlichen dementsprechend auch mit dem Rauchen und Trinken auf. Da gibt es ein kleines von mir auf jeden Fall. Matthias, das hast du gut gemacht. Nicht genug Kleingeld. Mist, wir fehlen 95 Cent. Der Dönermann sagt, ist schon okay. Und dann sagt der Bäcker, Mist, wir fehlen 2 Cent. Dann gibt es auch keine Zimtschnecke. Der nächste bitte. Ohne, dass ich mich jetzt hier zu weit aus dem Fenster lehne, meine Freunde, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich genau diese Situation schon selber erlebt habe. Dass mir beim Bäcker dann einfach tatsächlich, ich konnte nicht mit einem 50-Euro-Schein bezahlen, weil sie nicht mehr wechseln wollte oder die Kasse schon zu war. Es war spät abends und ich habe dann 5 Cent zu wenig gehabt. Und hat sie gesagt, ja, dann Pech gehabt, dann kriegst du nichts. Und bei meinem Dönermann um die Ecke ist das selten ein Problem tatsächlich. Der sagt dann, nee, es passt schon. Das ist tatsächlich hier ein Stereotyp, der ganz gut zutrifft, ja. Auch tatsächlich, wie die Frau hinter der Theke aussieht. No offense an der Stelle. Aber kann man auf jeden Fall ein bisschen drüber schmunzeln. Wenn du den Backofen nachsiehst, ob deine Pizza fertig ist. Ja, okay.
Relatable auf jeden Fall. Ich meine, der Wind bläst einem ins Gesicht, es ist extrem heiß, man schwitzt. Genauso sieht es aus, vor allen Dingen, wenn man den Backofen dann aufmacht. Ist es Beyoncé? Ist es Rihanna oder ist es Eminem? Ich kann es nicht erkennen. Ist es irgendein Pop-Promi? Ich glaube, es ist Beyoncé. Ich weiß es nicht. Könnte aber auch Ariana Grande oder 50 Cent sein, keine Ahnung. Freunde, trink mal weniger, ich weniger. Versteht ihr, Leute? Der Witz ist, dass die Freunde ihm sagen, hey, trink mal weniger. Und er schreibt auf seine Wodkaflasche einfach weniger drauf. Oder ist das Listerine? Ich hoffe, es ist Bleichmittel. Keine Ahnung. Es gibt dich und mich und einen Zug. Ja, zwei Leute, die auf einer Strecke laufen. Ein Stockfoto und einen Zug. Ein ICE. Muss natürlich auch ein ICE sein. Kann natürlich kein amerikanischer Zug sein, ne? Das sind deutsche Memes, Leute. Da muss auch ein deutscher Zug hin. Von der Deutschen Bahn. Das ist ganz wichtig. Ja, weiß jetzt auch nicht. Finde ich jetzt nicht so lustig. Haha. Success Kit hier als deutsches Meme mit Ich hab es drauf. Würde ich mir tatsächlich auf ein T-Shirt drucken und dann könnt ihr gerne davon ein Video sehen, wie mich 12 Leute in der Innenstadt für dieses T-Shirt zusammenschlagen. Ja, damit sind wir schon am Ende dieser unglaublichen Cringe-Reise angelangt. Ich weiß nicht genau, was ich dazu sagen soll, außer Deutsche sind extrem lustig und haben einen tollen Sinn für Humor. Gerade auch ich, ne? Ich bin der Witzigste im ganzen Lande. Es wissen alle. Ja, Leute, keine Ahnung. Ich würde sagen, das war's von diesem Video. Falls ihr gute deutsche Memes kennt, dann kommt doch immer ein Subreddit, postet die da. Bitte tut's nicht, macht's einfach auf Englisch. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung, meine Freunde. Damit sind wir am Ende dieses wunderschönen Videos. Lasst einen Daumen nach oben da. Ich hoffe, wir sind über die 10 Minuten 6 gekommen. Falls nicht, dann müssen wir am Ende einfach noch ein paar tanzende Bären einbauen. Das passt. Ich würde sagen, das war's von diesem wunderschönen Video. Und Propa macht die Abmoderation. Hallo, dann lasst mal einen Daumen nach oben da. Und abonniert Rebenzeit und kauft den Merch. Und depp. Ha!